Luftalarm im ganzen Land, als würde man alle gleichzeitig zur Erschießung und zielte doch nur auf einen, meistens auf den am Rande. Heute bist das nicht du. Entwarnung. Die Rolle der Frau in der Welt ist ein Gegenstand von verschiedenen Auseinandersetzungen in vielen Bereichen, wie Politik, Wirtschaft, Gesundheit, Bildung und Arbeit und andere. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass Frauen nicht nur im Familienleben oder in der Mutterschaft, sondern auch in der beruflichen Entwicklung und in sozial-politischen Aktivitäten ihre Persönlichkeit entfalten können. Dieses Thema ist sehr wichtig, insbesondere für heutige Zeit, wenn Russland einen groß angelegten Angriff auf die Ukraine gestartet hat. Werfen wir einen genaueren Blick auf Viktoria Amelina. Viktoria Amelina war eine in Lviv geborene ukrainische Schriftstellerin, die bei einem Raketenangriff auf das Zentrum von Kramatorsk auf tragische Weise ums Leben kam. Sie war Verfasserin zweier Romane und eines Kinderbuchs und wurde mit dem Josef Konrad Preis für junge ukrainische Schriftsteller ausgezeichnet. Nach dem Einmarsch der Russen schloss sie sich der Menschenrechtsorganisation Truth Hounds an und untersuchte die Verbrechen der russischen Armee in den besetzten und später befreiten Gebieten. Zur gleichen Zeit begann sie mit der Arbeit an ihrem ersten Sachbuch in englischer Sprache, War and Justice Diary, Looking at Women, Looking at War, das demnächst im Ausland erscheinen wird. In diesem Buch erzählt Viktoria die Geschichte von ukrainischen Frauen, die Kriegsverbrechen und ihr Leben während des Krieges dokumentieren. Amelinas Werke sind ins Polnische, Tschechische, Deutsche, Niederländische und Englische übersetzt worden. Die Geschichten von Menschen wie Viktoria geben uns allen einen Anstoß zu neuen Ideen und Kämpfen. Julia Pajewska, aka Taira, ist eine ukrainische Soldatin, Sanitäterin, Freiwillige. Taira wurde mit dem Titel Held der Ukraine ausgezeichnet. Im Jahr 2013, zu Beginn der Revolution der Würde, wurde sie Sanitäterin auf dem Maidan. Anschließend organisierte und leitete Pajewska die Freiwillige Medizinische Evakuierungseinheit, Tairas Engel, die in der Nähe von Mariupol stationiert war. Von 2014 bis 2018 war sie als freiwillige Sanitäterin tätig. Von 2018 bis 2020 leistete sie Vertragsdienst bei den Streitkräften der Ukraine in der Ostukraine und leitete die Evakuierungseinheit des 61. mobilen Krankenhauses in Mariupol. Kurz vor Beginn der russischen Invasion kehrte Pajewska in die Ostukraine zurück, dieses Mal als Freiwillige. Sie transportierte Verletzte von Mariupol nach Saporischschja über den Grünen Korridor. Zu diesem Zeitpunkt wurde sie gefangen genommen. Mitte März 2022 wurde sie von den russischen Besatzern gefangen genommen. Ihre Freilassung am 17. Juni bezeichnet sie als Wunder und zieht es vor, nicht über die Schrecken zu sprechen, die sie im Donetsker Gefangenlager erlebt hat. Sie sagt, es sei dort die Höhle gewesen. Im März 2023 erhielt Pajewska den International Women of Courage Award des US-Außenministeriums. Katerina Prokopenko ist eine ukrainische Illustratorin, soziale Aktivistin und Freiwillige. Sie ist Vorsitzende der Vereinigung der Familien der Verteidiger von Azovstal und des Familienunterstützungsfonds der Verteidiger von Azovstal. Sie ist die Ehefrau von Denis Prokopenko, dem Kommandeur des Azov-Regiments. Anfang April besuchte sie Deutschland, um auf die Freilassung der ukrainischen Soldaten aus der Gefangenschaft aufmerksam zu machen und Druck auf internationale Organisationen auszuüben, die den Angriff in Olenivka untersuchen sollten. Im Rahmen des Besuchs in Berlin fanden mehrere Treffen statt, darunter ein Treffen mit Vertretern der Christlich-Demokratischen Union, die ihre Emotionen und Eindrücke vom Kampf der Ukrainer, einschließlich der Soldaten der Mariupol-Garnison und von Azovstal, für die Freiheit und Unabhängigkeit der Ukraine sowie vom Kampf der Familien der Verteidiger für die Befreiung ihrer Angehörigen
aus der Gefangenschaft mitteilten. Der Besuch von Katharina Prokopenko in Berlin diente der humanitären Zusammenarbeit mit Deutschland und der Unterstützung bei der Rückkehr aus der Gefangenschaft und der Rehabilitation der ukrainischen Verteidiger von Mariupol. Katharina sagte, einmal fiel mir ein Satz ein, den ich in meinem Leben immer wieder beherzigt habe. Die Lebenden müssen für die Toten kämpfen, die Gesunden für die Verwundeten und die Freien für die Gefangenen. Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine hat sich die Kulturkritikerin Mariam Nayem bemüht, das westliche englischsprachige Publikum über den kulturellen Kontext des Krieges aufzuklären. Dabei geht es insbesondere um das Verständnis des russischen Kolonialismus und der kulturellen Unterdrückung der Ukraine und anderer Nachbarländer Russlands. Sie arbeitet auch an dem Diskurs über die Entkolonialisierung der Ukraine, um russische imperialistische Narrative zu entlarven. Sie ist die Schwester des prominenten Menschenrechtsaktivisten und Soldaten Mahsine Nayem und beschäftigt sich seit Jahren aktiv mit Kriegsfragen. Mariam Nayem betreibt einen englischsprachigen Twitter-Account, auf dem sie versucht, dem englischsprachigen Publikum Aspekte des ukrainischen Nationalismus zu erklären. Sie erzählt: Also beschloss ich, einen Tweet zu schreiben, in dem ich die Aspekte eines ukrainischen Nationalismus aus der Perspektive einer nicht weißen ukrainischen Frau erklären würde. Das ging viral. Mariam schreibt Kolumnen in ukrainischen Medien, nimmt an internationalen Foren zu Medien und Kultur teil, entlarvt Stereotypen und hilft Ukrainern, ihre Kultur besser zu verstehen und Ausländern, die Ukrainer besser zu verstehen. Alina Mikhailova ist Leiterin des ULF-Sanitätsdienstes der Spezialeinheit Da Vinci Wölfe, der Streitkräfte der Ukraine. Der Euromaidan hatte begonnen und dann auch der Krieg. Dies wurde zum Ausgangspunkt. Im Februar, März 2014 wurden Alinas nationale Identität und Werte geformt. Im Herbst 2016 ging Alina als Notfallsanitäterin an die Front. Im selben Jahr starb ein enger Freund von Alina. Das war ein schmerzhafter Verlust für mich. Dann habe ich beschlossen, entweder die freiwilligen Arbeit aufzugeben und mein Studium fortzusetzen oder mehr zu tun. Ich ging an die Front. Im Jahr 2019 kehrt sie aus dem Krieg ins zivile Leben zurück und kandidiert als Abgeordnete für den Stadtrat von Kiew. Sobald Russland eine umfassende Aggression startet, kehrt Alina wieder an die Front zurück. Seit 2017 ist sie in einer Beziehung mit einem ukrainischen Freiwilligen, dem Kommandeur der 1. Da Vinci Wölfe Brigade, dem Helden der Ukraine Dmytro Kotsubeilo, der am 7. März 2023 in der Schlacht um Bachmut starb. Wenn Sie mehr über Frauen im Krieg erfahren wollen, dann brauchen wir Ihr Feedback. Schreiben Sie Ihre Eindrücke auf und wir werden einen Podcast aufnehmen. In diesem Podcast wird es nicht nur um Frauen im Krieg gehen, sondern auch um bekannte und weniger bekannte weibliche Persönlichkeiten, die einen großen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung geleistet haben. Also Interviews, interessante Gespräche, Fakten. Ihre Unterstützung macht's möglich.